Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in Capture One. Heute geht es um den Speed Edit, ein Feature, das in Capture One 21 Einzug gehalten hat. Es gibt aber auch weitere Tools, die euch ermöglichen, ein oder mehrere Bilder gleichzeitig zu bearbeiten. Dranbleiben, gleich nach dem Intro geht's los. Der Speed Edit ist ein Feature, was in Capture One 21 neu hinzugekommen ist. Und am Anfang habe ich mir ehrlicherweise gedacht, okay, für was brauchen wir das jetzt extra? Wir haben mehrere Tools, wo wir unsere Einstellungen auf mehrere Bilder übertragen können. Zu denen komme ich später. Aber schauen wir uns zuerst einmal den Speed Edit an. Wir haben in den Tastenkombinationen haben wir jetzt ein neues Register, das nennt sich Schnellbearbeitungstasten. Und da haben wir von Belichtung über HDR, Klarheit, Weißabgleich, haben wir mehrere Bereiche, die wir voreingestellt schon haben von Capture One und die auch logisch angeordnet sind. Das heißt, wenn man sich das hier anschaut, Q, W, E, R, das haben wir auf der Tastatur nebeneinander und da können wir uns so durcharbeiten. Weiter drunter haben wir dann ASDF mit den HDR-Reglern und so weiter und oben mit 1, 2 können wir unseren Weißabgleich haben. Einstellen. Wie funktioniert das Ganze? Dazu müsst ihr die Taste, die jeweilige, halten. Und dann haben wir hier unten den Regler, den wir brauchen oder den wir haben wollen. Und dann können wir hier, sobald wir diesen Regler sehen, können wir unsere Einstellung mit dem Mausrad und mit Grafiktablet hier einstellen. Wenn wir mit denen fertig sind, dann wechseln wir einfach die Taste, warten bis wir unten den Regler wieder haben und dann drücken wir oder scrollen uns hier durch. Und wir können unser Bild bearbeiten, ohne dass wir irgendwelche Regler bewegen müssen, sondern es geht einfach mit dem Mausrad. Insgesamt also ein Feature, was uns den Workflow beschleunigt, weil das vor allem auch auf mehreren Bildern anwendbar ist. Dazu nehme ich das Bild jetzt einmal als Vergleichsvariante her und nehme mir einfach die nächsten drei Bilder. Vergleichsvariante habe ich jetzt hier oben und die nächsten drei Bilder bearbeite ich jetzt da. Einfach wieder die Tasten Q drücken. Jetzt sehe ich hier, okay, nachdem das eine Vergleichsvariante ist, was habe ich hier eingestellt und kann jetzt hier weiter bearbeiten und mich ebenso durch mein Projekt durcharbeiten. Im Viewer selber kann ich bis zu 10 Bilder darstellen. Das heißt, wenn ich alle Bilder jetzt hernehme und mir den Viewer anschaue, dann sehe ich das so dargestellt. Wenn das mehr Bilder sind als diese 10, dann haben wir hier unten so einen kleinen Stapel, dann steht dann vielleicht und 15 weitere Bilder zum Beispiel. Ist für Speed Edit jetzt noch nicht die ideale Variante. Dazu gibt es die besagten anderen Tools, die vorher schon in Capture One Einzug erhalten haben oder schon verfügbar waren. Und da klicke ich jetzt hier mal auf den Weißabgleich, nehmen wir die anderen Bilder her und da habe ich hier kopieren und anpassen als Symbol, das habe ich bei so ziemlich jedem Tool in Capture One dabei und da kann ich einzeln diese Werte übertragen. Capture One zeigt mir das hier nochmal an, zuweisen und ich habe überall denselben Wert. Ich kann das auch mit der Belichtung hier machen, da habe ich bei ein paar Bildern schon bearbeitet, bei den anderen hier nicht. Einfach übertragen. Ich kann hier noch entscheiden, welche Einstellung übernehme ich, zuweisen und das Ganze wird mir umgerechnet und ich habe überall meine Einstellungen, so wie ich es haben möchte. Natürlich habe ich auch oben hier die Möglichkeit, ich setze hier jetzt da einfach ein Bild zurück, so, und nehme meine Vergleichsvariante wieder her. Ich kann hier aus meiner Vergleichsvariante, hoppla, einfach mit einem Klick kopieren, zuweisen und ich sehe meine kompletten Anpassungen, die ich auf den linken Bild durchgeführt habe und seit Capture One 20 sind das auch die Ebenen, die ich übertragen kann. Kann ich hier einfach zuweisen, ich kann hier zum Beispiel den Dehesregler rausnehmen, ich kann den Weißabgleich rausnehmen, dann schauen wir uns das Ganze gleich an, zuweisen und ich habe mein Bild bearbeitet. Das geht natürlich dann auch mit Kopieren und Zuweisen.
Wenn ihr diese Symbole hier nicht seht bei euch, dann einfach mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste hier oben klicken und dann könnt ihr das euch einfach reinziehen oder und dann verschieben, wo es ihr das Ganze eben braucht. Ein weiteres Tool, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, das wäre das Normalisierungstool, mit dem könnt ihr auch eure Einstellungen wie Weißabgleich und Belichtung übertragen. Dazu stellen wir einfach bei unserer Vergleichsvariante unser Weißabgleich und unsere Belichtung ein. So, die Belichtung haben wir ebenfalls. Nehmen den eine Pipette, die linke, die nimmt unseren Hautton hier auf. Und das kann ich jetzt hier auf die anderen Bilder übertragen. Dazu legen wir einfach hier drauf. Und ich habe meine Bilder hier, die ich hier bearbeitet habe. Das einzige Problem ist, dass beim Normalisierungstool, dass ich das einzeln anklicken muss, einzeln übertragen muss. Das geht leider hier nicht mit Kopieren und Ding. Aber ich wollte es halt eben auch erwähnt haben, dass es eben auch noch gibt, das Normalisierungstool. Das war bis Capture One 12, also in Capture One 12 ist das hinzugekommen. Da war es vorher noch mit Weißabgleich, mit den Hauttonen, da konnte man das noch anders bearbeiten. Ich finde aber mittlerweile die Normalisierungsvariante ganz gut und auch akkurat. Man kann bei Hochzeiten zum Beispiel einen Weißabgleich von der Braut eben aufnehmen und dann auf mehrere Bilder dann übertragen und man hat immer denselben Weißabgleich. Deswegen hat man hier auch ausgewählt danach einen Hautton. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Bilder mehr verpassen wollt. In der Videobeschreibung habt ihr dann die aktuelle Capture One Kampagne, so wie immer. Und wenn ihr euch über Capture One austauschen wollt, ich bin auch aktiv auf Facebook, in meiner Facebook-Gruppe Capture One Like a Boss. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao Leute.